heute nach meiner Meinung wegen dem Ergebnis. Wir haben zu leicht kassiert und wenn haben wir uns unsere Chancen vorbereitet, dann haben wir nicht gut gezielt, haben wir immer in der Mitte geschossen auf den Kohli. Das ist das wegen Ergebnis. Sonst läuferisch Leistung war okay. Nach meiner Meinung war nicht so guten Körpereinsatz wegen des Körperspielen und Checken und so weiter. Und natürlich die ersten 2 Minuten, die waren ganz schlecht bei uns. Das haben wir wieder kassiert und der Anfang des Spiels nicht optimal für uns. Mhm. Das war heute das erste Spiel ohne Peter Heide, der verletzt ausfällt. Wie schwer wiegt die Verletzung deiner Meinung nach? Darauf muss man arbeiten. Ja, der Mirko hat sich bemüht. Natürlich ist das nicht einfach für ihn, in neue Formation zu spielen gegen solchen Gegner und so. Aber soweit ist das, weil es war kurzfristig jetzt und ja, wir werden immer reden, ob wir irgendwelchen Ersatz finden oder weiter so mit Mirko spielen oder mit 5 Verteidiger oder so. Das wissen wir noch nicht. Mhm. Nächste Woche ist die 3. Trainingswoche mit der Mannschaft. Was steht auf dem Programm? Wieder das System, weil da braucht man mehr kommunizieren. Wir haben da viele Videoaufnahmen und das haben wir jetzt auch schon von dem Spiel analysiert. Und jetzt kommt drauf, weiter wiederholen, dass die Kleinigkeiten, die Leute klären sich ab zwischen die Linien und untereinander und so weiter. Und dass alle Leute, die welchen in der Mannschaft sind, kapieren das, weil wenn passiert, dass jemand muss jemand ersetzen, dann halt muss jeder bereit sein. Den kämpferisch haben wir eine gute Leistung gezeigt. Wir haben leider immer unglückliche Tore bekommen, immer schlecht ins Drittel gestartet, das war schade. Aber kämpferisch muss ich sagen, eine super Leistung von der ganzen Mannschaft. Wenn wir so in der Saison spielen, dann gewinnen wir auf jeden Fall viele Spiele. Mhm. Jetzt seid ihr seit 2 Wochen zusammen so als Mannschaft. Wie fällt dein Zwischenfazit aus? Also eigentlich nur positiv. Die Mannschaft ist super, jeder hält zusammen. Ja, auf jeden Fall super Jungs. Mhm. Was hast du dir für ein Ziel gesetzt für die Saison? Hast du konkrete Ziele? Also auf jeden Fall die Playoffs erreichen, gut spielen, der Mannschaft helfen und ja, so weit wie möglich zu kommen und den Fans immer schönes Eishockey zu zeigen.